Let's count one time. Floppy Disk Delirium. Count of C64. Let's count one time. Enjoy my channel and have fun. Floppy Disk Delirium. Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe Floppy Discovery mit Tomaniac. Ja, es ist C64-Zeit und ich greife mal wieder in meine hier unten stehende Kiste mit verschiedenen Discs. Was nehmen wir denn mal? Da haben wir eine. Da steht nichts drauf. Naja, wollen wir mal gucken. Gleich finden wir raus, was drauf ist. Laden wir mal das Inhaltsverzeichnis. Light Force und Hyperball? Kenne ich. Genau. Da haben wir schon ein Video zu gemacht. Also in einer der früheren Ausgaben werdet ihr Light Force und Hyperball schon gesehen haben. Das muss ich ja dann jetzt nicht nochmal laden. Obwohl zum Beispiel Light Force ein sehr gutes Shoot-em-up-Game ist. Ich werde aber mal Folgendes machen. Ich werde den Loader nutzen, der hier integriert ist. Das heißt, ich mache hier mal den Fast Loader aus und lade das mit dem vorhandenen Loader hier. Und dann lade den Loader zuerst. Denn meistens ist es so, dass mit den beigefügten Loadern das Game ja normalerweise lädt. Move Cursor over Name and press Return. Ah, das scheint ja tatsächlich zu funktionieren. Und da wir ja Light Force und Hyperball schon kennen, aber Ninja the Game kenne ich hier jetzt noch nicht, will ich das mal laden. Ich hoffe, das funktioniert auch. Denn die letzte Ausgabe, die war ja eher wieder dürftig, weil da nichts funktioniert hat. Und ich hoffe einfach, diesmal funktioniert es mit der Discs, die ich hier aus der Box gefischt habe. Es kann ja nicht irgendwie alles scheiße und kaputt sein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben gegeben, weil die Discs über 30 Jahre alt sind und wer weiß, wo die gelagert sind. Na, also das ist jetzt hier aus der Box vom Crazy Chris und der hat das halt billig auf dem Flohmarkt geschossen. Und der Typ muss das halt irgendwo in einem Keller gelagert haben, wer weiß, wie lange schon. Um wie viel Feuchtigkeit und so das da abgekriegt hat. Ah, startet auf jeden Fall. Sollten wir hier jetzt tatsächlich mal Glück haben. So wie es aussieht, ist er hier noch irgendwie am Decrunchen oder sowas. Aha. Crackware Essen. 2099 Presents Ninja. Press Space to start. Ah, die Mucke haben sie aber von irgendwo gerippt. Ich komme jetzt so gerade nicht auf den Namen des Games. Ja, die Musik ist total geil, finde ich. Ah, wie hieß das Game noch? Ich komme gerade nicht drauf. Na, ist ja auch egal. Wollen wir hier einfach mal weitermachen. War wieder mal keinen Bock zu reagieren. Boah, das hasse ich. Wie Schnupfen! Oh, die Taste. Die Taste hängt fest. Macht trotzdem nichts. Nur reagier doch mal. Ah!
Mist, verdammter. Gut, vielleicht, vielleicht läuft das auch mit dem Schnelllader, der hier im Cartridge drin ist. Aber normalerweise... Kicken wir noch mal. Zumindest hat er schnell wieder geladen. Das kann man hier nicht abkürzen. Der ist also wirklich am Dekrünchen, ne? Los jetzt! Bitte mal eine Folge mit Sachen, die funktionieren. Zumindest haben wir das Intro gesehen. Hilft wieder viel. Das ist halt der Nachteil an dieser Serie. So sehr ich das mag. So, jetzt. Aha. Aha. Oh, Schwein gehabt. Jetzt läuft's. Ninja. Das Titelbild sagt mir erstmal noch nichts. Aber das sagt mir was. Das kenne ich. Ey, das habe ich total gerne gezockt. Aber interessanterweise... Approaching Walkway. Ich wollte doch die Sachen da einsammeln. Ja, das ist wohl zufällig verteilt hier. Ich weiß nur nicht, wie man die Sachen aktiviert. Auf jeden Fall weiß ich noch. Also ich kann... Ah, Hebel nach oben kann ich springen. Boxen. Springen und boxen. Kicken. Aha. Also in drei verschiedenen Höhen. Oben, unten und so. Ah, ich kann sogar ein Schwert zücken. Aha. Oh, und ich kann die Wurfsterne dann werfen. Da unten ist es irgendwie in Deckung gehen, ne? Ja. Ich kenne die Amiga-Version, das weiß ich. Die habe ich ganz gerne gezockt. Aber jetzt wollen wir mal gucken, wie weit wir hier kommen. Wie geil, endlich was funzt. Hä, wieso geht denn der Wurfstern bei dem vorbei? Dusch, habe ich jetzt getroffen? Oh Mist, der kann den auch werfen. Da blinkt was. Ah, das hat meine Energie wieder aufgefüllt. Cool. Ah, ich hab ausgewichen. Ah, scheiße. Ah, toll. Das ging ja sehr schnell. Wieso ist denn das so schwer? Hab ich gar nicht so in Erinnerung. Geiles Game, das habe ich gefeiert, ey. Das habe ich echt total gerne gezockt. Shit! Warum hat er jetzt nur so da rumgestanden? Keine Ahnung. Ich habe ja schon gedacht, ich kriege jetzt hier einen mit... Ich weiß gar nicht, wie viele man hier haben muss. Solange ich die auch so platt kriege, ohne dass ich da was machen muss, da kann man nicht irgendwie reingehen, ne? Nee. Ah, das heißt, hier unten bin ich anscheinend fertig. Respawnen die? Ich hoffe nicht. Immerhin, ey, hier gibt es noch Games, wo die Gegner nicht respawnen. Ja, da muss ich hier wohl jetzt hoch. Genau. Shit. Wie in diesen alten Kung-Fu-Filmen. Hm, das beeindruckt den überhaupt nicht. Da muss ich so machen.
Approaching Red Door. Ha, den habe ich jetzt mal niedergeschwertet. Aber da kann man nicht rein, hä? Ne, da ist Ende. Sackgasse. Ich würde sagen, bevor ich noch eine Etage höher gehe, da räume ich erstmal hier auf, oder? Rainbow Room. Da habe ich aber ganz schön Energie gelassen. Blue Windows. Windows! Ja, ich glaube, das Ding ist, du musst den Dolch so werfen auch, dass der mit der Spitze voraus den Gegner erwischt. Okay, der Vorteil bei diesen Idolen, wenn man die wieder einsammelt, ist, dass es die Energie wieder auffüllt. Aber ob ich jetzt wirklich in der Lage sein werde, das zu schaffen bis oben hin, ist noch die Frage. Ich finde es geil, dass ich dieses Game jetzt nach Ewigkeiten mal wieder sehe. Das habe ich Dekaden nicht mehr gezockt. Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab? Oh, nee. Oh. Nee, Scheiße. Game over. Nicht gepackt. Naja, gut. Auf jeden Fall sehr geiles Game. Finde ich zumindest. Ich habe es wirklich total gerne gezockt früher. Und ich meine, ich habe es auch sogar mal durchgeschafft. Ja, hier müsste man jetzt komplett von vorne anfangen. Ja, ich würde sagen, gucken wir uns mal das nächste hier an auf der Diskettenseite. Hä? Cool, dass das jetzt gelaufen ist. Nightmare. Knickt mal. Aber da mache ich jetzt... Warte mal. Ich versuche es immer zuerst über den Loader. Das ist ja auch ein Fast Loader in dem Moment. Mal gucken, ob das lädt. Wie das da aussehen tut, ne? Also Ninja the Game, geil. Light Force ist ein geiles Baller-Game. Wie gesagt, schon gezeigt. Hyperball ist ein ganz nettes Sportspiel, auch schon gezeigt. Also diese Disc werde ich auf jeden Fall behalten, schon wegen der drei Sachen, die hier drauf sind. Und die laufen ja hoffentlich auch alle. Also Ninja the Game läuft auf jeden Fall. Ja, alleine deswegen lohnt sich schon, diese Disc zu verwahren. Was Nightmare ist, weiß ich nicht. Das werden wir dann vielleicht noch erfahren. Und dann schauen wir nachher mal eventuell noch, was auf Seite 2 ist. Ja. Lädt ein Weilchen. Lad ein Weilchen und hört zu. Oh, da passiert was. Press Space to start Nightmare by Activision. The computer game presented by Activision. Welcome, Watchers of Illusion, to the Castle of Confusion. I'm Trigard, the Dungeon Master. Hallo, was? Your quest to seek knighthood begins here, so let us turn a page in time and see what lies within. Wie turn ich denn die Page? Hä? Auf einmal mit Knopfdruck. Survival is your aim, knowledge is your target, good luck. Dungeon V. Dungeon 5. Ich bin der Typ mit den Hörnern. Can I irgendwas maken hier so? Außer rumlatsch? Nein. Oder hier irgendwie interagieren, so mit der Tür?
Nö. Was mit Return? Und da verschwindet der Typ nur. Was mit Space? Ask. Wen soll ich asken? Ask Door. Ne? Das ne? Ist? If inspiration is your desire, consider the oracles. Orakels. Was ist eigentlich hier das Zeug auf dem Boden? Ich glaube, ich muss mal gucken, was die Tasten im Einzelnen bedeuten. Was, F-Tasten eventuell? Also. Ne. Ne. Die F-Tasten machen nichts. Dann gehen wir mal hier durch die Zahlentasten. Fangen wir bei 1 und 2 an. Nein. Plus, Minus. Ne. Pfund. Ne. Q. Quid. W. E. Eat. Was ist denn das vor mir? Jetzt habe ich Eat hier aktiv, aber. Give. Wenn man Space. Eat. Enter. Eat Alchemie? Impossible actions require the power of magic. What is this? RT take. Take Alchemie. Kommt wieder derselbe Scheißspruch. Muss ich denn auf dem Ding hier direkt draufstehen oder was soll das sein? Ja, woher weiß ich denn? Was ist für ein komisches Game? Inventory. Inventory Alchemie. Wieso kommt bei Enter immer Alchemie? Anvil? Kasper? Mit Shift kann ich hier durchschalten. Fett? Food? Gold? Eis? Knapsack? Locket? Pitch? Potion? Rock? Scroll? Sieht aus, als ob ich das alles null hab. Also mit Shift kann ich da durchschalten. Okay. Kann ich dann vielleicht hier auch, sagen wir mal, Toad. Nein, nicht Inventory, Toad. Wenn ich auf Take gehe, kann ich dann hier auch mit Shift irgendwas? Nee, da kann ich nur so durchschalten. Take. Doof. Ich bin gerade over gefragt. Und dann sagt er, take Toad. Was ist denn Toad? Torch, Water, Alchemie, Anvil. Take Food. Jetzt hat er das Food aufgenommen. Aha. Drink. Ah. Da kommt ja Wasser außen. Kann ich das? Drinkwater. Sag mir nicht, dass das macht. Ja, und was da vor mir sein soll, das weiß ich auch nicht. Das heißt, im ersten Moment hat man dann hier den Hauptbefehl, muss den mit Return bestätigen und dann muss man mit Shift das nächste durchscrollen. Was sie es denn jetzt an will. Nee. Also take, enter. Ne, Moment. Take. Wer ist Kaspar? Was ist hier Fett? Food. Habe ich gerade gemacht. Gold. Soll das Gold sein? Warning, lazy knight. This item appears not to be here. Nee.
Das ist kein Gold. Was soll das denn sein? Eis? Das sieht doch nicht wie ein Eis aus. Locket? Metamorph? Pitch? Potion? Soll das ein Potion sein? Nein, das ist auch kein Potion. Was soll das denn darstellen? Rock? Das könnte ein Rock sein. Ja, es ist ein Stück Fels. Okay. Ja, wahrscheinlich, warte mal. Ask. Und der Typ heißt dann vielleicht Kaspar. Ask Executioner, Ghost, Goblin, Ground, Guard, Hole, King, Mate, Merlin, Old, Ask Old Man. I'm an old and will waste away. Okay. Ja, nun. Jetzt weiß ich zumindest, wie man hier Befehle ausführt. Open. Open Old Man. Kann ich jetzt auch... Ah, mit D. Open Door. Hey, die Tür ist auf. Kann ich hier einfach durchmoven? Ich kann. Und dann kann ich hier nochmal machen. Take. Und dann mit R. Rock. Ja, das geht wirklich. Okay. Open door. The door is locked. Kann ich irgendwas usen? Aber ich habe ja nichts. Nee, U gibt's auch für Use nicht. Was kann man denn hier noch machen? P. Save. Dig. Was soll ich denn graben? Give. Hit. Hit door. Hit door. Aha! It is you that shall hurt most. Also aua. J. K. L. Load. Z. C. Close. Da bewege ich mich bloß hin und her. Inventory. Aber da habe ich bestimmt keinen Schlüssel, oder? Look. Spell. Aber ich habe ja noch gar keine. Ah, unter L kann man dann auch noch. Mhm. Look door. Look not there, fool, but for a locket of hair upon a maid fair. Aha. Ja, ach ja, und so geht das dann weiter, ne? Konnte ich das mit Q, konnte ich das quitten? Are you sure? Answer yes or no. Yes. Und dann gehe ich da wieder raus. Okay. Ja, dann würde ich doch sagen, ich switch mal die Disk um und guck, was ist auf Seite 2 am sein. Reset. Jetzt habe ich einigermaßen die Steuerung raus, aber wie das da weitergeht, I don't know. Road Blasters, Ninja Spirit und High Frontier. Move cursor over name and then return you shall.
Press. Ja. Wird das tatsächlich mal eine etwas ergiebigere Folge? Wir haben jetzt zwei Spiele, die laufen. Unglaublich. Das kann man ja wirklich kaum believen. Aber umso geiler, wenn es ja doch mal hier funktioniert, ne? Das lädt schneller als ohne Loader, lädt aber langsamer als das Final Cartridge. Hauptsache, es läuft nachher. Sagen tut's mir mal gerade nichts. Ja. Das sind ja schon wieder tolle Voraussetzungen, ne? Aber wie gesagt, Hauptsache, es ist am Laufen nachher. Ach, Lunk, Lunk, Lunk. Oh, da passiert was. Press Fire Button to begin play. Atari Games. Natürlich habe ich den falschen Port. Also müssen wir zu meinem Competition Pro in Port 1 greifen. Tatsache. Aha. Mit Hebel nach oben gebe ich Gas. Und ich kann schießen. Boah, aber hier in der Spur zu bleiben ist aber auch ganz schön schwierig. Was ist denn das? Was war das? Außerdem, mein Main-Tank geht zu Ende. Warning, low fuel. Ja, wie kann ich tanken? Sind das die Dinger, die in den Kurven waren? Bonus Fuel awarded, okay. Was ist das? Was geht hier ab, ey? Warning, warning. Full alle. Ich weiß ja nicht, ob man da irgendwo tanken kann oder was. Ich habe gerade Mühe, das Fuel Level Critical, ja. Mühe, das zu raffen. Ich fahre hier schon auf Reserve. Ich bin dem Ziel anscheinend mit letzter Kraft. Aha, anderer Hintergrund. Aber ich glaube, man darf mit nichts kollidieren. Oh, da habe ich was eingesammelt. Boah! Also die Steuerung ist ja... genau. Das war ein Geschützturm. Na, ich wollte diese komische rote Kugel da einfangen. Wow, ey. Das ist ja schwierig hier, dieses Road Blasters. Aber es sagt mir auch mal nüt, ne? Hilfe! Wie viel Leben hat man hier eigentlich? Jetzt habe ich mal was weggebratzt. Wow, jetzt geht's aber ab. Lernen kriegst du nicht tot. Fuel empty. Ich glaube, das war's, ne? Game over. Ich glaube, wir haben von diesem Game genug gesehen. Würde ich mal so tippen. Deswegen resette ich das mal. Nee, nette Mucke. Das war Road Blasters. So, dann gucken wir uns gleich mal das nächste an und hoffen, dass das läuft. Zum
Und es scheint der Lader hier zu taugen. Huch, so. Ninja Spirit. Mal gucken, was Ninja Spirit ist. Oh. Anstrengend, so ein Video zu machen. Aber es macht auch Spaß. Aber es ist auch nicht einfach. Weil eben, das ist alles jetzt so versuchte Geschichten ans Laufen zu bringen über die letzten Ausgaben. Und ja, entweder kann man die noch formatieren und dann irgendwie noch anderweitig nutzen. Denn auf den ersten Blick, zumindest der Bereich, den ich jetzt so im Augenschein habe, Magnetstreifen, okay, hier ist ein längerer Strich, der so im Kreis geht. Das könnte natürlich schon Probleme bereiten. Wie sieht es bei dir aus? Es kann halt alles kommen, wenn die länger im Keller waren. Ja, hier sieht man auch etwas größere Streifen. Komischerweise immer nur auf der Unterseite bis jetzt. Ah! In der Zwischenzeit hat er jetzt immer mal was geladen hier. Ninja Spirit von Irem. License to... C64 Code. Music by Martin Walker. Press Fire to Start. Das ist, ob man da unten auch aus verschiedenen Waffen wählen kann, oder was? Aha, und so wie es aussieht, ist das Schwert jetzt aktiv. Das kann ich mit Feuerbutton aktivieren. Okay. Und ich kann springen. Und im Flug kann ich auch schlagen. Ich kann aber nicht da runter. Ah, der piekst durch den Boden, der Sack. Why? Sehe nicht, wie viel Energie ich habe. Aber ich glaube, das ist gerade nicht gut, was hier passiert. War ich jetzt tot? Was schießen die da? Ah, der scheißt da aus dem Boden. Ah, der Sack mit der Picke geht mir aber ganz schön auf selbigen. Das ging aber schnell. Ender your name. T. H. O. Soll reichen. Das muss ich nochmal probieren. Da bin ich aber weit vom ersten Platz weg. Push Fire Button. Oh, es geht um Continue. Boah. Ja, mit Space schalte ich tatsächlich um und hab Wurfsterne. Habe ich die unbegrenzt? Boah, da kommt wieder der Piss aus dem Boden. Aus dem Nichts kommt der. Das ist aber verdammt schwer. Mann, ne? Soll ich wenigstens noch rauskriegen, was das dritte ist? Jetzt alle Waffen mal durch. Bomben. Sprengen. Habe ich da unendlich von? Es scheint mir ja fast. Diese Waffe ist also offensichtlich sehr effektiv, aber nicht besonders schnell. Außerdem geht's hier aber mal ganz schön zur Sache, ey. Warum ist denn das so schwer? Oh, Was ist ein Greifhaken? Oder ist das einfach nur... Mann, ist das schwer. Aber ich hab eine neue Punktzahl. Ja, mit welcher Waffe freundet man sich denn da jetzt am besten an, wenn ich das wüsste? Genau dieselbe Punktzahl wie vorhin. Ja komm, wir probieren jetzt nochmal. Meine Fresse. Das ist ja kaum zu schaffen, ey. Morgen. Ey.
Scheiße, ist das schwer. Ja, ist egal. So. Wow, alter Schwede. Das ist nichts für mich. Das kann man ja überhaupt nicht zocken. Ja, da war noch was, ne? Wir hatten noch was. Das gucken wir uns jetzt mal noch an. Aber ansonsten, die Disc taugt wenigstens mal was. Juhu. Endlich mal eine Disc, die was taugt. Ist ja kaum zu glauben. Leute, ihr wisst gar nicht, wie gut das tut, mal eine Disc zu erwischen, die einigermaßen, ja, die funktioniert. Das ist mal erholsam jetzt. Das war jetzt mal fällig langsam, ne? Mein Gott, ey. Bin mal gespannt, was das ist. Hi Frontier. Hoffentlich nichts mega kompliziertes, sondern was leicht zu zockendes. Das wäre noch gut. Auf kompliziertes habe ich nämlich keinen Bock jetzt. Nicht wirklich. Ja, es braucht schon ein Momentchen, bis das geladen hat hier alles, hä? Naja, solange es schneller geht als ohne Fastloader. So, was haben wir denn da? Set American Leader Type, Hawk, Realist, Taube. Set Soviet Leader Type. Set Game Level, Easy. Hm. Action, Play, Load, Orbit. Wo kann ich denn das auswählen? Ah! Play. Weiß nicht, was Orbit heißt. Ach du Scheiße, was ist das denn? System now online. Was soll das werden? Was kann ich überhaupt machen? So wie es aussieht, geht es darum, irgendwelche Einheiten irgendwo hinzu. Ach, herrje, keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Was soll das hier alles? Ich raff nix. Ich kann ja auch nicht wirklich was auswählen. Hä? Wie mache ich das? Und wie kann ich das... Hä? Ich raff hier nix. Ja, weiß auch nicht. Aber ich würde sagen, damit beende ich jetzt mal diese Ausgabe von Floppy Discovery. Ein paar Sachen waren auf jeden Fall ganz brauchbar. Ja, im Großen und Ganzen bin ich froh, dass hier eigentlich alle Games, die ich mir hier angeguckt habe, soweit auch funktioniert haben. Ich hoffe, diese Ausgabe hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze liken würdet. Und falls ihr Bock habt, dann gerne noch den Kanal abonnieren. Kostet nichts, tut nicht weh. Motiviert mich ungemein auf dem steinigen Weg zur 700er Marke. Ja, ansonsten bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Tomaniac.